Top oder Flop? Hallo liebe Fahrrad- und Abenteuerfreunde, der Ortlieb Seatpack. Top oder Flop und was kann er? Lasst uns das in diesem Video zusammen klären. Ich hatte diese Tasche jetzt 1,5 Jahre im Einsatz, unter anderem in Italien beim Tuscany Trail und bei anderen Bikepacking, Wochenendtrips und längeren Trips. Und mir sind halt einige Sachen aufgefallen, die ich liebe, andere Sachen, die ich nicht so toll finde. Ich zeige euch die in diesem Video, zeige euch auch, wie ihr die Tasche anbringt. Und wenn euch diese Inhalte gefallen, Bikepacking und Fahrradabenteuerreisen, dann abonniert jetzt diesen Channel und wir starten dann auch sofort in den Testbericht. Der wasserdichte Ortlieb Seatpack hat ein Gesamtgewicht von 456 Gramm und ein Fassungsvermögen von ungefähr 16,5 bis 20 Litern. Damit seid ihr also sehr gut ausgerüstet für ein mehrtägiges Bikepacking und Fahrradabenteuer. Wenn der Seatpack dann am Fahrrad angebracht ist, dann sieht er aus wie eine große Rakete, die hier hinten am Sattel klemmt und mich stört er überhaupt nicht beim Pedalieren. Ja, die Befestigung findet hier statt über diese Klettverschlüsse und über diese Clips hier oben. Das ganze System sieht am Anfang sehr kompliziert aus, aber ich zeige es euch jetzt einfach mal, wie man das anbringt. Also ihr nehmt hier diese Klettverschlüsse und macht sie um die Sattelstütze rum. Das mache ich mit dem ersten und auch mit dem zweiten. Und dann führt ihr diese Clips hier unten am Sattel durch. Und ihr seht es jetzt gerade, ich mache das jetzt auch zum ersten Mal an diesem Mountainbike, also an meinem Cyclocross, da habe ich es schon hunderte Male gemacht. Und wenn ihr es schon auch geübt seid, dann braucht es vielleicht 30 Sekunden bis eine Minute, bis ihr den anbringt. Auf jeden Fall, wie gesagt, führe ich die Clips hier unterm Sattel durch und ziehe dann diese orangenen Bänder fest. Und jetzt schauen wir uns eigentlich den Schritt an, der davor gekommen wäre. Also ihr befüllt ja die Tasche, rollt sie dann zusammen und zieht dann zuerst diese Bänder zu. Ein weiteres Feature ist auch dieses Ventil. Das haben ganz wenige Satteltaschen. Also ich kenne eigentlich nur diese Ortlieb-Tasche, die das hat. Und ihr macht dieses Ventil auf und könnt dann auch nochmal die letzte Luft aus dieser Tasche rausquetschen und sie so sehr eng eben komprimieren. Und auch wenn sie dann voll befüllt ist, so wie hier im Video, sitzt alles bombenfest und die hält halt und wackelt nicht nach links und rechts. Also das gefällt mir auch sehr gut. Und ein weiteres Feature ist dann dieses Band hier oben. Ihr seht, ihr könnt hier Zubehör befestigen, wie jetzt die Jacke oder was ich auch manchmal mache. Dafür ist es zwar nicht gedacht, aber es funktioniert auch. Ihr könnt hier einfach noch eine Flasche positionieren. Die Tasche hat dann hinten auch diese praktischen Schlitze, da könnt ihr entweder ein Rücklicht anbringen und ihr wisst ja, wie es ist beim Bikepacking, wir nützen jeden Millimeter am Fahrrad aus. Dieses Stützband könnt ihr hier auch einhaken, beim Cyclocross habe ich das nie benutzt. Die Tasche hält, wenn ihr sie richtig packt, bombenfest und zeigt eher nach oben. Damit sie bombenfest hält, solltet ihr auf jeden Fall da unten an die Tasche, also da, wo jetzt meine Hände sind, die schwereren Sachen reinlegen. Und wenn euch interessiert, was ich da so reinpacke, ich habe ja gesagt, es reicht für eine große Tour, dann schaut mal in die Infobox. Kommen wir zum Fazit. Insgesamt gefällt mir die Tasche sehr, sehr gut. Deswegen hatte ich sie auch 1,5 Jahre im Einsatz und werde sie auch weiterhin im Einsatz haben. Sie ist wasserdicht, für mich ein Riesenplus. Sie hat die gewohnte Ortlieb-Qualität, das heißt, sie ist ja aus dieser LKW-Plane gemacht. Und auch die Clips hier aus Plastik sind sehr, sehr robust. Und auch wenn man da mal richtig dran reißt, die Dinger halten bombenfest. Stichwort bombenfest. Hier unten ist ja diese Verstärkung angebracht und dadurch schwingt die Tasche nicht und hält einfach sehr, sehr steif und nah am Fahrrad. Und das ist halt wichtig, wenn man ins Gelände reinfährt, wenn es richtig zur Sache geht. Und zu guter Letzt noch dieses Ventil hier unten. Durch dieses Ventil könnt ihr ja die Tasche sehr, sehr stark komprimieren, sodass auch die letzte Luft entweicht und könnt einfach mehr reinpacken. Die Tasche wird kleiner, das finde ich auch eine super Sache. 3 Daumen nach oben oder 5 Sterne für die Tasche. Was ist jetzt weniger cool? Manche Leute sagen, 16,5 Liter Volumen ist ihnen zu viel. Ja, das ist eine der größten Bikepacking-Taschen am Markt. Für mich ein Plus. Ein Punkt, worüber man sich jetzt streiten kann, die Tasche ist nicht modular. Es ist einfach ein großer Sack. Und manche von diesen Seatpacks, die sind eben aus einem Drybag gemacht und noch aus einem Part, der am Bike befestigt ist. Und dadurch lässt sich die Tasche leichter
Be- und Entladen. Und hier bei dieser Ortlieb-Tasche ist das nicht der Fall. Für mich kein großes Thema, aber das ist so ein Punkt, wo ich sage, ja, wäre berechtigt. Aber wie gesagt, insgesamt bleibe ich bei meinem Fazit. Die Tasche ist super gut. Mir gefällt sie. Ich werde sie weiterhin benutzen. Und wenn ihr sagt, das ist auch was für euch, unten in der Beschreibung ist die Tasche verlinkt. Klickt einfach mal drauf, schaut sie euch an. Und ja, viel Spaß beim Bikepacking. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao!